Später einmal Feuerwehrmann werden. Das ist der Traum vieler Kinder. Die wenigsten wissen jedoch, was tatsächlich hinter diesem Beruf steckt. Deshalb haben die Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow und ihr Förderverein zu einem Brandschutzerziehungstag geladen. Kinder und Erwachsene können dabei die Arbeit der Feuerwehr kennenlernen. Sie erfahren, wie sie Brände vermeiden und sich im Notfall richtig verhalten. Je besser die Bevölkerung in der Lage ist, Vorsorge zu treffen, umso weniger haben wir zu tun. Und auch wenn sich das Vorurteil gerne hält, dass wir super gerne Einsätze fahren, das stimmt ja nicht, sondern wir sind bestrebt, uns so zu verhalten, dass möglichst Einsätze gar nicht erst zustande kommen. Und solche Veranstaltungen bieten die Gelegenheit dafür. Spiel und Spaß stehen dabei im Vordergrund. Vor allem Kinder sollen so Berührungsängste verlieren. Gefahren lauern auf gut Deutsch überall, ob nun zu Hause, in der Schule, in Kita, unterwegs. Und da ist es für manch einen vielleicht auch schon, sag ich mal, ein geringeres Hindernis, wenn man zum Beispiel einen Entstehungsbrand vorfindet und wie man zum Beispiel einen Feuerlöscher bedient. Ja? Dass man keine Angst haben muss vor Feuerwehrleuten, wenn die zum Beispiel mal bei einem Einsatz, wenn man die sieht, dass die vielleicht mal ganz komisch aussehen, sprich eine Maske aufhaben, einen Helm und gar nicht so als Menschen so erkennbar sind. Sie sollen keine Angst haben, sie sollen aber auch wissen, sag ich mal, wenn man mit offenem Feuer umgeht, was kann eigentlich passieren. Wer alle Stationen durchläuft, bekommt einen Brandschutzadler. Ein Zeichen für gutes Wissen im Brandschutz. Und wer möchte, kann sogar ein echtes Feuer löschen und so erfahren, wie es sich anfühlt, ein richtiger Feuerwehrmann oder eine richtige Feuerwehrfrau zu sein. Ich finde cool, dass die sowas trauen, dass die in Flammen gehen, um Menschen zu retten. Und dass die halt also immer losgehen, wenn irgendwas ist. Ich will Feuerwehrmann werden, weil das ist sozusagen ein toller Beruf in Action und so und Menschen retten und so. Ich fand es ganz cool, weil konnte man selbst mit einem Feuerlöscher natürlich mit der Hand wirklich löschen. Ich habe den Schlauch festgehalten und so geblitzt. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene können noch etwas lernen. Allzu oft sind die Kaffeemaschine oder das Ladekabel schuld an einem Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow fährt im Jahr etwa 220 Einsätze. Dabei müssen nicht nur Feuer gelöscht werden. Gott sei Dank sind es häufig wirklich kleinere Dinge. Es können aber auch größere Einsätze sein. Es sind Verkehrsunfälle dabei. Wir haben ein Stück Autobahn von der A115 hier mit zu betreuen. Bei Unwettern fallen Bäume um, es fallen Äste ab, es laufen Keller voll. Das sind alles Dinge, die die Feuerwehr erledigt. Das Einzige, was ich in den 4 Jahren, die ich hier bin, nicht erlebt habe, ist, dass man eine Katze aus dem Baum retten muss. 35 aktive Feuerwehrleute sind in Kleinmachnow regelmäßig im Einsatz. Und zwar ehrenamtlich. Es gibt viel zu tun. Unterstützer und neue Mitglieder sind daher jederzeit willkommen.